Die DHV-News vom 16. Juni 2023. Gesetz erst nach der Sommerpause im Bundestag. Wissing, neuer THC-Grenzwert schon mit Säule 1. Meinst du nicht, das ist ein Problem, wenn das jetzt freigegeben wird, dass dann viel mehr Leute konsumieren und dann irgendwie auch mehr Probleme dann da sind und so? Ich meine, es gibt ja auch jede Menge Leute, die nicht klarkommen mit Kiffen, abhängig sind und dann irgendwie nichts mehr geregelt kriegen und so. Und von denen gibt es ja viel mehr dann, wenn ich das freigebe, oder nicht? Alkohol haben viel mehr Leute konsumiert, weil es legal ist wahrscheinlich, ne? Und dann ist halt die Frage, ob das nicht beim Kiffen dann genauso viele sind, noch viel mehr als jetzt schon, wenn man das eben so freigibt. Die Legalisierung wird den illegalen Handel nicht eindämmen. Es wird weiterhin einen riesigen Schwarzmarkt geben. Man verdrängt den nicht durch Legalisierung. Und wenn ich dann überlege, nehme ich das jetzt für die Hälfte bei meinem Händler, wo ich sowieso immer gekauft habe, oder gehe ich jetzt in den Laden und zahle doppelt so viel? Wer macht das denn? Und am Ende muss ich mich vielleicht sogar noch registrieren, weil ich nur eine Höchstmenge im Monat haben darf oder so und muss meine Daten da abgeben. Und dann macht das ja keiner. Ja? Wer gibt denn als Cannabiskonsument dem Staat seine Daten? Von wegen, hallo, ich bin Kiffer, ja, und ich mache so und so viel Gramm im Monat weg. Und dann, was weiß ich, überlegt sich die Regierung das anders, verbietet das wieder und dann sind die Leute alle im Gefängnis oder was. Ja? Also ich glaube, allein deswegen kann das schon gar nicht gehen mit dem Schwarzmarkt verdrängen und überhaupt mit der Marktregulierung. Also das ist alles fake. Ich glaube, das ist so eine grüne Traumtänzerei da irgendwie und nur was für ein paar reiche Leute, die sich das leisten können, zu Apothekenpreisen da irgendwie das super toll produzierte Gras zu kaufen, und die anderen werden einfach ganz normal weiterkaufen, da wo sie immer kaufen. Herzlich willkommen bei den DHV News. Ja, was ihr da gerade eben gesehen habt, das war wirklich eine Herausforderung, die ich in all den Jahren Legalisierungsarbeit nicht erlebt habe. Ein ZDF-Format, was da Leute zusammenholt, die eine Meinung haben und dann wollen, dass man die Rollen tauscht und die Meinung der anderen vertritt. Und jetzt habe ich natürlich nicht nur 1000-mal die Argumente für Legalisierung hergebetet, sondern auch 1000-mal die Gegenargumente gehört und habe dann die da mal vorgetragen in dieser Show da. Und das sollte auch möglichst glaubwürdig rüberkommen, ja, dass möglichst die anderen alle nicht so recht wussten, welche Position man da hat. Naja, auf jeden Fall habe ich mir Mühe gegeben, ja, aber es war wirklich eine Herausforderung, gegen die Legalisierung zu argumentieren, so blödsinnig wie diese Argumente da immer sind. Das Video verlinke ich euch, könnt ihr euch mal angucken, wenn euch das interessiert. Und die nächste Vorbemerkung ist, dass nächste Woche mal wieder keine News kommen hier, weil ich unterwegs bin, diverse Termine habe. Der eine ist in Nordhorn. Ja, habt ihr hier in den News noch nie gehört, in der Grafschaft Bentheim. Und vielleicht war da auch noch nie eine Cannabis-Diskussion, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall scheint da ziemlich viel Aufregung zu sein, dass ich da hinkomme und dass da so eine Diskussion stattfindet. Die Drogenberatungsstelle der Grafschaft in Bentheim in Nordhorn feiert irgendein Jubiläum, weiß nicht, 25 Jahre oder was, keine Ahnung. Auf jeden Fall machen die da eine große Cannabis-Diskussion, große Veranstaltung. Der Saal fasst wohl knapp 300 Leute oder so. Und da kann jeder hinkommen. Ist eine Anmeldung, ist gewünscht. Ja, das ist schon nächsten Mittwoch. Also wer da hin will, sollte fix hier den Links folgen in der Videobeschreibung und sich da anmelden. Eigentlich sogar schriftlich. Ja, das ist so ein PDF, was man ausfüllen soll und so, anstatt sich irgendwo online anzumelden. Aber vielleicht können ja auch dann das ausgefüllte Ding per Scan, per E-Mail dahin schicken, ja, damit das noch rechtzeitig ankommt. Ich nehme an, das nehmen sie dann auch. Ja, und einen Livestream gibt es auch. Im Videostream der Grafschaft Bentheim da irgendwie, ne? Richtig live, nicht nur Aufzeichnung. Wobei die dann wahrscheinlich auch noch da sein wird. Auch den Link findet ihr in der Videobeschreibung hier. Und ich bin gespannt, wie viele Leute dann da sind in Nordhorn, sich das da mal anzugucken. Hauptzielgruppe ist übrigens die Szene der Suchtberatungsstellen und die ganzen Berater, die da sind und so weiter, um da auch mal die Diskussion anzufachen. Aber es sind eben auch normale Menschen durchaus erwünscht. Ja, und der andere Grund, warum ich nächste Woche keine News mache, ist die Mary Jane, die ja auch schon freitags anfängt, die große Hanfmesse in Berlin. Das größte Event in Deutschland mit den meisten Besuchern traditionell und auch ja, recht große Ausstellungsfläche und so weiter. Eine Endkonsumentenmesse, wo man Sachen auch kaufen und Pröbchen mitnehmen kann und so weiter. Aber auch mit ordentlich Konferenzprogramm. Und dieses Jahr mache ich wieder dort meine traditionelle Politikerrunde, die mittlerweile schon seit vielen Jahren einmal im Jahr stattfindet, mit diversen drogenpolitischen Sprechern der Bundestagsfraktionen. Und ich bin gespannt, was die jetzt erzählen, so mittendrin. Alle, die hängen ja genauso in der Luft wie wir jetzt hier sozusagen, wie das jetzt weitergeht und was jetzt genau für Bestimmungen kommen und warten genauso auf einen endgültigen Gesetzentwurf aus der Regierung. Und dann werden wir mal sehen, irgendwie, was sie da gucken lassen, was sie da diskutieren. Da bin ich selber gespannt. Ja. Auch dieses Video werdet ihr hier im Kanal dann nachher kriegen. Stellen wir euch dann zur Verfügung, filmen wir selber mit. Und dann wird es auch noch weitere Vorträge und Diskussionsrunden da geben, die sicherlich interessant sind. Ja, man kann auch zu Mary Jane gehen und die ganze Zeit nur Konferenzprogramm sich angucken. Ich habe auch freitagnachmittags noch einen weiteren Termin auf dem Schiff da bei der Mary Jane zum Thema Cannabis Social Clubs. Das ist um 15 Uhr dann, glaube ich. Guckt da mal ins Programm rein. Und auch weitere Vorträge, an denen auch DHVler beteiligt sind. Auch Leute aus DHV-Ortsgruppen sich da mal vortun und mal einen Vortrag halten. Also auch das Programm angucken lohnt sich durchaus. Und noch ein letzter Vorbemerkungshinweis. Es gibt einen neuen Kommentar zu diesem geleakten Gesetzentwurf aus Sicht von CSC-Gründern und Betreibern. Wir haben gleich eine neue Seite eröffnet mit csc-gründen.de mit UE und haben da dann diesen Kommentar abgelegt, den wir inhaltlich durchaus weitgehend so genauso sehen, ja, ähnliche Problematiken, die da erkannt haben, die wir auch erkennen in diesem Gesetzentwurf. So, und jetzt geht es aber rein in die Themen und das geht schnell diesmal. Ja? Ich habe lauter ganz kurze Hinweise, die ganz interessant sind, aber spätestens jetzt müsst ihr anfangen, euch zu konzentrieren, sonst ist die News hier Sendung schon rum, bevor ihr überhaupt merkt, dass das losgegangen ist. Und das fängt damit an, dass wir mittlerweile wohl endgültig davon ausgehen können, dass der geeinte Gesetzentwurf der Bundesregierung, also nicht nur Lauterbachs gelegter Entwurf aus seinem Ministerium, sondern der mit allen abgestimmt ist und der dann im Bundeskabinett mit Scholz oben drüber genehmigt worden ist, dass der nicht mehr in den Bundestag kommt vor der Sommerpause. Was ja eigentlich Lauterbach mehr oder weniger so versprochen hatte. Das wird wohl jetzt nicht kommen. Und offiziell sage ich es deswegen, weil jetzt eben auch einer der drogenpolitischen Sprecher, Dirk Heidenblut von der SPD, das offiziell per Instagram so verkündet hat. Und da zeigen wir euch mal einen Ausschnitt von. Der Minister hatte ja zugesagt, vor der Sommerpause ins Parlament. Das ist rein rechnerisch nicht mehr hinzubekommen. Ist aber für den Zeitplan im Parlament nicht ganz so entscheidend. Wenn es in der Sommerpause fertig wird und wir es direkt danach ins Parlament kriegen, wird das letztlich an unserem Zeitplan kaum etwas verändern, denn so richtig tagen wir dann ja eh erst nach der Sommerpause wieder. Ja, ich habe eh nicht damit gerechnet, dass vor der Sommerpause dieser Gesetzentwurf schon in den Bundestag kommt. Allein schon deswegen, weil er eigentlich zuerst an den Bundesrat zugestellt wird, was ja auch eine Einbringung ins Parlament wäre quasi. Also die können da schon mal Stellung zu nehmen, bevor der Bundestag überhaupt da irgendwas macht. Außer man macht ein Eilverfahren draus und eine Fraktion bringt den Gesetzentwurf ein und nicht die Regierung. Aber das würde ich jetzt hier nicht erwarten bei dem Cannabis-Gesetz. Insofern kann man die Sommerpause auch dafür nutzen, dann dem Bundesrat das Ding erstmal zu zeigen. Ja, da kann man nur hoffen, dass nicht zu viel Verspätung passiert, bis der Kabinettsentwurf dann fertig ist und rausgegeben werden kann. Und wenn es klappt, ja, dass während der Sommerpause der Bundesrat die 6 Wochen da schon mal abgefrühstückt hat, dann, wie Heidenblut sagt, wird es auch im weiteren Verfahren bis Richtung Jahresende die Sache nicht allzu sehr verzögern, dass nicht jetzt die erste Lesung im Bundestag schon vor der Sommerpause stattfindet, die ja eh nicht stattgefunden hätte, weil ja sowieso der Bundesrat erstmal dran ist. Naja, nächstes Thema. Luxemburg, nehme ich mal das einzige internationale Thema hier ist dazwischen, weil es vom Titel her so schön passt. Ja, Gesetz im Parlament vor Sommerpause. Luxemburg hat es geschafft, ja, soll jetzt diesen Monat noch abgestimmt werden über ein Gesetz. Und auch Luxemburg hat die Ambitionen runtergekocht und eben jetzt nicht mehr vor, komplett zu legalisieren erstmal. Die haben auch Wahlen im Oktober, von daher haben die auch besondere Eile. Und deswegen verzichten die wohl auch auf die Cannabis Social Clubs, machen also nicht den Deutschland-Move, sondern gehen nur auf Entkriminalisierung und Eigenanbau. Das ist jetzt im Parlament diesen Monat vor der Sommerpause. Allerdings ist da auch die Rede davon, dass dann gleich schon verabschiedet werden soll. Ja, das wäre schon sehr anders als in Deutschland, wo ja es erste Lesung, zweite Lesung, dritte Lesung gibt und eigentlich auch noch eine Anhörung zwischendurch bei so einem fetten Thema, dass sie das da einfach einbringen und verabschieden. Okay, kann sein, ja, ich kenne Luxemburg nicht so genau, in Deutschland wird das so nicht laufen. Aber ja, mal sehen. Es sind auch ein bisschen merkwürdige Presseberichte da, die sich teilweise widersprechen. Ja, in einem ist auch noch immer von Legalisierung die Rede, was aber auch der Gesetzentwurf, wenn man den mal in Google Übersetzer haut, so nicht hinkommt. Und auch die Entkriminalisierung vom Besitz in der Öffentlichkeit ist eher mau, soweit wir das bis jetzt verstanden haben, ja, was da im Gesetzentwurf steht. Bis zu 3 Gramm muss man nur ein Bußgeld bezahlen. Ja, ist also keine Straftat mehr. Das ist die Ordnungswidrigkeitslösung, von der Deutschland sich mittlerweile zum Glück verabschiedet hat. Also ist immer noch nicht so richtig legal unterwegs mit geringer Menge. Bin gespannt, wohin die Reise da geht. Aber ich wollte euch mal sagen, ja, dass da jetzt tatsächlich ein Entwurf wohl ins Parlament eingebracht wird. Und vielleicht geht es dann doch tatsächlich schnell. Mal sehen. Zurück zu Lauterbach. Das ist nochmal eine kleine gute Nachricht. Der Spiegel meldet, dass jetzt im Rahmen der Reform des Arzneimittelgesetzes Drug-Checking auf den Tisch gelegt wird. Das hatte ich ja hier, ich glaube, letztes oder vorletztes Mal angemahnt auch, dass das vorwärts gehen muss da, weil das das zweite große Projekt der Ampel im Koalitionsvertrag auch ist, neben Cannabis. Und Berlin ja jetzt auch tatsächlich angefangen hat damit. Und die Drogentoten waren ja anders, dass ich es erwähnt habe, ja, weil natürlich auch dagegen letztendlich Drug-Checking eins der Instrumente ist, um Drogentote zu verhindern, gerade in Zeiten, wo jetzt auch in Deutschland Fentanyl im Heroin ist. Ja, das sollte man halt möglichst einfach entdecken können und dann meiden können. Wie auch immer, auf jeden Fall sagt der Spiegel, dass da jetzt was vorwärts geht und Lauterbach da dran ist. Also auch da kann man demnächst mit gesetzlichen Paragraphenvorschlägen rechnen, wie das jetzt genau sein soll, dass bundesweit Drug-Checking wirklich möglich wird und nicht nur eben in so einer gerade so am Rande vorbeigeschlitterten Agreement-Lösungen wie in Berlin, ja, wo dann alle irgendwie, wenn Polizei und Staatsanwaltschaft am Ende damit einverstanden sind und kein Theater machen, dann geht es halt, ne? Aber es wäre halt schön, wenn man rechtlich noch ein bisschen klarer hätte. Und von Wissing, da hatte ich auch schon mal erwähnt, dass der jetzt mittlerweile sich wohl bereit erklärt hat, doch ranzugehen, selber ranzugehen an den THC-Grenzwert für den Straßenverkehr und nicht auf Gerichte zu warten, wer das ja ganz lange jetzt gemacht hat. Und sagt, wohl verstanden hat, das geht nicht, dass man jetzt irgendwie den Cannabiskonsum entkriminalisiert oder legalisiert regelrecht. Ja, Leute dürfen Cannabis haben und konsumieren und so und ist halt nicht mehr illegal, kein Problem. Aber verlieren einen Führerschein, ja, das will er sich dann doch nicht anheften sozusagen. Hat er jetzt verstanden, dass das blöd ist. Aber dann war die Frage, im Rahmen der Legalisierung hat er halt gesagt, ja, was der unter Legalisierung jetzt versteht, weil die Säule 1 ist ja nicht Legalisierung, sondern Entkriminalisierung der Konsumenten und Eigenanbau bis zum Anbauclub. Aber eben nicht richtig Legalisierung. Und dann hat nochmal jemand nachgefragt auf Abgeordnetenwatch, wie er das denn jetzt meint. Die Antwort ist zwar flapsig, ja, im Sinne von, da haben sie sich ja selber jetzt eigentlich schon beantwortet, Smiley, ja, weil derjenige auch geschrieben hat, kann ja nicht wahr sein, dass man hier jetzt dann legal kiffen darf und nicht irgendwie vernünftig mit dem Autofahren geregelt ist. Und Wissing sagt, ja, hast du ja jetzt schon selber gesagt, ne? Wahrscheinlich ist das nicht die Antwort, die derjenige haben wollte, halt unklar, ne, im Sinne von, hätte er genauso gut sagen können, ja, kommt jetzt mit Säule 1, ja, fertig, ja, aber dann so eine komische Antwort. Aber ich sag mal so, als Politikversteher, das ist trotzdem eine klare Antwort, ja, er hat ganz klar damit ausgedrückt, im Rahmen der Säule 1 soll auch die Führerschein-Grenzwertfrage mit geregelt werden und das ist nochmal ein gutes Zeichen. Da wird es also jetzt auch mit vorwärts gehen. Sie haben ihn soweit im Boot. Es ist halt nur die Frage, welcher Grenzwert am Ende dabei rauskommt. Ja, das ist nochmal interessant. Möglicherweise gibt es auch tatsächlich vor der Sommerpause dazu noch eine Anhörung im Bundestag. Da wurde gerade drüber abgestimmt. Ich habe das Ergebnis noch nicht erfahren. Es kann sein, Anfang Juli, dass da nochmal drüber geredet wird im Ausschuss. Und die letzte Nachricht schon jetzt hier, auch kurz, Guerilla Growing. War es ein bisschen ruhiger geworden die letzten Jahre. Ich habe ja auch Jahre gehabt, wo ich 5 oder 10 verschiedene Guerilla Growing Aktionen erzählt habe. Ja, und jetzt habe ich auch die erste dieses Jahr in Erfurt. 1000 Pflanzen haben sie da gefunden, also gleich richtig, 1000 Guerillas quasi. Meistens geht es dann darum, dass Nutzhanfsamen irgendwo verteilt werden von Leuten, die ja auch keimen dann letztendlich, ne, kriegt man jedem Reformhaus auch als Nahrungsmittel und so. Und es ist aber illegal, ja, also deswegen hier kein Aufruf, macht es nicht nach, ja, lasst es lieber sein, macht euch strafbar damit, auch wenn ihr irgendwie Hanfsamen da rumstreut, ja, mit dem Zweck, dass die aufgehen und wachsen sollen, ja, das ist verboten. Auch wenn kein wesentlicher THC-Gehalt drin ist. Trotzdem ist natürlich jedes Mal eine Sache, die Aufmerksamkeit erregt. Ja, gerade diese vielen Pflanzen und mitten an der Hauptverkehrsstraße in Erfurt gibt es da Medienberichte drüber. Und es sind sogar Bereitschaftspolizei aus einer anderen Stadt ist dabei, die mit zupfen. Ja, sieht man die da, so die ganz kleinen Stecklinge und Pflänzchen zupfen. Dann haben sie offensichtlich jeden Mini-Ding da irgendwie gezählt bis 1000. Naja, also jedes Mal hat man dann die Debatte, ja, und sieht die Pflänzchen da und wie das soll jetzt irgendwie das große Problem sein. Ja, halt nette Pflanze so. Also ich habe eine gewisse Sympathie für diese Geschichten, ja, aber wie gesagt, trotzdem nicht nachmachen. So, sind wir schon bei den Terminen. Und zwar haben wir hier am Freitag, 16. Juni, which is today, 19 Uhr, Darmstadt, offener Hanftisch der Ortsgruppe. Samstag, 17. Morgen, Infostand, Ortsgruppe Rhein-Neckar in Mannheim. In Berlin trifft sich die Ortsgruppe Dienstag, 20. Juni. Mittwoch, 21. Juni, mein Auftritt in Nordhorn, nicht zu vergessen. Wer dahin will, guck auf die Seite. Zum Anmelden rechtzeitig. Und ansonsten auch den YouTube-Livestream. Die Mary Jane, Freitag 23. bis Sonntag 25. Juni, ebenfalls mit mir im Programm und diversen anderen DHV-Kollegen und überhaupt mit einer interessanten großen Messe. Dann in Halle gibt es eine Mahnwache zum Weltdrogentag der Ortsgruppe, Montag 26. Juni. Dann die ICBC in Berlin, direkt die Woche nach der Mary Jane, Donnerstag 29. Juni bis Freitag 30. Juni. Auch da bin ich im Programm dabei, ziemlich am Anfang, Donnerstagvormittag, vor der Politikerrunde von Jürgen Neumeier vom BVCW, die sicherlich auch ganz interessant wird, etwas anders besetzt als meine bei der Mary Jane. Und dann haben wir noch Würzburg, die Ortsgruppe trifft sich am Freitag, 30. Juni unter dem Motto Let's Talk About Hanf. Und das war's für heute, kurze, knackige Sendung. Wenn ihr das mögt, liked dieses Video, könnt ihr sowieso natürlich auch machen, wenn ihr das nicht mögt, was weiß ich, ja, und im Zweifelsfall eben nicht liken, wie auch immer. Kanal abonnieren ist auf jeden Fall eine gute Idee, Glocke aktivieren und damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und einen geruhsamen Abend.